ganz herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der es heute... Dann hat er es nicht mehr ausgehalten. Seit dem 12. Oktober widmet er sich wieder ausführlich dem Wahnsinn, den wir Fernsehen nennen, und ist der Ansicht, es ist schlimmer denn je. Er berichtet zum Beispiel von einer dicken Frau, die fürs Fernsehen angeblich eine geisteskranke Käsesüchtige spielen musste und am Ende mit Scheibletten durch die Wohnung tanzte. Gibt es das tatsächlich? Wir werden ihn fragen. Herzlich willkommen dem Satiriker Oliver Kalkofe. Oliver, schön, dass du da bist. Frank Elstner hat wie kaum ein anderer das deutsche Fernsehen geprägt. Und ich glaube, man kann ganz entspannt von einem Qualitätsfernsehen sprechen. Oliver, warum sehen wir dann trotzdem so viel Schrott? Ja, es liegt ja nicht an uns. Also das muss man jetzt erstmal als an erstes wem sagen. Denn dann? Es kommt immer wieder, also man kriegt immer wieder dann zu hören, wie das Publikum will es ja oder das Publikum bekommt das Fernsehen, das es verdient. Das ist erstmal ein Satz, der ist sehr, sehr zynisch, weil das Programm, das wir momentan bekommen, hat niemand verdient und das ist nicht, wir können daran nicht schuld sein. Es ist eben auch immer so, es geht auch nach dem, was einem angeboten wird und es hat sich einfach, das Verständnis des Fernsehens an sich hat sich verändert. Das hat sich wirklich komplett verändert. Du hast mal gesagt, früher war Fernsehen die Flucht in eine bessere Welt, ja. Heute ist es die Flucht in eine beschissenere Welt. Ja, wenn man, das ist der Punkt. Wenn ich dran denke, früher habe ich ferngesehen, weil das war für mich die Welt, wo ich dachte, so könnte es mal sein, da will ich hin. Also auch wenn ich mir Bonanza angesehen habe, ja, und dann jeden Sonntag war man zu Gast auf der Ponderosa bei den Cartwrights und wusste, okay, das war eine Männer-WG, die hatten noch den chinesischen Koch und man wusste aber, okay, und das war auch das ganz ist schlimm. Nicht, ist nicht ganz real wahrscheinlich, weil ja. So sie läuft ja keiner rum. Das ist nicht, aber irgendwie cool und die erleben Abenteuer. Man wusste aber, es ist Fiktion und man konnte sich da reinfallen lassen. Mhm. Heute kriegen wir den ganzen Tag über etwas als Realität verkauft, aber wir sehen Menschen, die wollen wir alle nicht kennenlernen. Da haben wir Angst vor. Die wollen wir nicht sehen. Ja, das Zweite ist aber, ja. Und das ist ja eigentlich, finde ich, das ist ja eigentlich die gute Nachricht dabei, es gibt sie ja gar nicht so. Es gibt sie in Wirklichkeit nicht so. Und das, aber das Schlimme ist, im Umkehrschluss, irgendwann gibt es sie dann. Weil man muss eins bedenken, Fernsehen, genauso wie Radio und alles, was um einen herum passiert, was man mitnimmt, prägt einen auch. Also das heißt, wenn wir Dinge hören, wenn wir eine gute, vernünftige Sprache hören, wenn wir Dinge hören, die uns irgendwie fordern, dann... geht man auch im Geist weiter. Also man lernt ja auch etwas dabei, man versucht sich dem anzuhören. Wenn wir den ganzen Tag allerdings nur Programme hören, wo Leute sich anprollen, anschreien, keiner einen vernünftigen Satz mehr rausbekommt, wo es keine anderen Werte gibt, außer irgendwie Bumsen, Tattoo, sonst was, das ist nachmittags, also den ganzen Tag über, dann redet man auch irgendwann so. Erst aus Spaß, aber irgendwann denkt man auch, und viele Menschen, die es eben sehen und eben auch nicht verstehen, dass dies keine Realität ist, sondern eine Fake-Realität, die man uns zeigt, denken, wenn die alle so sind, dann ist das ja so, dann ist das ja auch nicht schlimm, wenn ich das und das mache. Weil und es dann so, Vorbilder werden. Ja, und wir züchten dadurch, dass wir wirklich immer nur uns, also furchtbare Bilder der Realität zeigen und also so Abschaum, okay. Unterschichten und wie auch immer wir es nennen wollen. Wissen Sie, was wir für Abschaum geguckt haben? Ja. Aber die Bundys, eine schreckliche nette Familie. Das war Comedy und das war Unterhaltung und das war Satire und das war Spaß. Aber das heute, was wir da sehen, ist eben das wir, nicht. Wir schauen einmal ganz kurz rein und fragen dann gleich Manfred Lütz, ob das schon behandlungsbedürftig ist, was wir da sehen. Bitte schön. Ah, ey, du hast nur noch nicht mehr alle. Komm ich hier auch rein, Boris. Was machst du denn da? Ich steig hier rein. Sparfuchs Eileen langt kräftig zu. Was machst du denn da? Ja, ich glaube... Eileen, Schleckermäulchen. Laut Sat.1 bist du also fresssüchtig und geizig und kletterst deshalb in Müllcontainer, um dort wie Godzillas fettere Schwester abgelaufene Lebensmittel zu fressen. Richtig? Ja, fressen, fressen, fressen. So sind wir dicken Hartz-IV-Monster halt. Alle. Überall in Deutschland. Da war so eine Frau und die hat mir gesagt, hallo, ich bin vom Fernsehen. Ich glaube, du bist ein armes Schwein. Und du bist dick.
Hier hast du 50 Euro, jetzt nimmst du noch 2 Cent dazu und dann spielst du für uns ein armes, dickes, doofes Schwein. So war das. Und das Ganze nur, damit der ganze Scheiß nichts kostet und all die anderen Schwabbelversager vor der Glotze dich auslachen können und denken, okay, ich bin auch bekloppt, aber zum Glück nicht so doof wie die fette Fressmaschine in der Mülltonne. Ah, genau, ne? Aber so funktioniert doch Fernsehen. Muss man einmal erklären. Also, das, was wir da vorher gesehen haben, tut so, als gäbe es tatsächlich diese Frau, genau, die leicht adipös ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Sehr höflich ausgedrückt, ja. Geizig ist. Ja, und deswegen und fresssüchtig, eine schlechte Kombination. Ja. Und deswegen sieht, wie Essen weggeworfen wird und in die Mülltonne klettert und es dort mit den Händen frisst. Und wie das aber entsteht, ist halt wirklich einfach nur... Es gibt sie gar nicht. Es gibt diese dicke Frau. Und es gibt diese dicke Frau, die halt wirklich viel zu dick ist. Und die hat man wahrscheinlich irgendwo, also weil es gibt Castingagenturen, die gehen los auf die Straße, vor Arbeitsämter an große Plätze und gehen zu Leuten und sagen, wie hast du Interesse, vielleicht beim Fernsehen mitzumachen? Und da wird hauptsächlich geguckt nach sehr dicken Menschen, nach Menschen, die aussehen, als wenn sie vielleicht aus dem Gefängnis schon irgendeine kriminelle Erfahrung haben, Tattoos oder ähnliches. Also alles, was schräg ist, was also irgendwie ein bisschen irre aussieht. Das wäre eine Top-Besetzung gewesen für Schwiegermutter gesucht. Ja, natürlich. Das funktioniert ja ganz genauso. Und dann geht man hin und sagt, hier, komm, willst du ins Fernsehen? Die meisten sagen, ja, es gibt dafür 50 oder 100 Euro auf der Hand. Man dreht das bei denen zu Hause und sagt, pass auf, du spielst jetzt, du bist fresssüchtig und geizig und du kletterst in die Tonne. Die machen das. Es sieht deswegen so aus, wie es ist. Es ist vollkommen geisteskrank, es ist bescheuert und diese Menschen sind nicht so. Aber uns wird verkauft, draußen laufen die rum. Draußen laufen Leute rum, die springen, die sind fett, springen in Mülltonnen. Ich habe Angst, nach draußen zu gehen. Wenn ich mir vorstelle, dass das wirklich da so ist. Man hat ja das Fernsehen... Boah, ich fände es schon wieder lustig, die zu treffen. Ja, das ist aber, ja, wenn man nicht zu essen dabei hat. Sonst vielleicht nicht. Aber das ist gefährlich. Zweite Geschichte würden wir uns gerne angucken. Ja. Na, Oliver, und dann fragen wir tatsächlich mal nach, was man dagegen tun kann, nämlich AstroTV. Großes Stichwort auch in deiner neuen Show. Bitte schön. Mein Name ist die Hilli Hothan. Das Sehen ist meine Begabung. Durch Visionen kann ich Ihnen ganz exakte Prognosen mit Zeitangaben stellen. Über 151.000 Beratungen habe ich bereits durchgeführt. Seit 7 Jahren bin ich eine sehr erfolgreiche Fernsehberaterin. Hallo, mein Name ist der Willi Wotan. Das Betonen ist meine Begabung. Moment mal, irgendwie bin ich heute noch breiter als sonst. Über 100.000.000 Fischbrötchen habe ich bereits gegessen. Seit 70 Jahren bin ich als sprechende Endmoräne im Bereich Astroverarschung tätig. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und bleibe hier sitzen, bis mich einer wegrollt. Finger im Po, Questico. Ihre Lindsay Lohan. Nein, Ihre Hilli Vanilli. Und das, das ist wiederum wirklich echt. Und das ist das Schöne, das sind aber dann die wirklich Wahnsinnigen. Also da, wo man weiß, da kann man auch, da macht es Spaß, sich das also für mich jetzt anzusehen und da was gegen zu machen, weil die setzen sich ja hin und wollen auch noch die Leute verarschen dazu, ja? Und machen das noch so schlecht. Und da haben sie natürlich es auch dann verdient, dass man da was macht. Und da rufen wirklich Leute an und glauben das auch, was Illy Vanilli ihnen erzählt. Ja, das gibt es, ich meine, das sehen wir ja auch. Was erzählt ihr denn? So funktionieren diese Sender, so haben auch andere Sender früher wie 9 Live und so funktioniert, wo Leute wirklich verarscht wurden. Also es gibt immer die Möglichkeit. Also es gibt genügend Menschen, die sehr leicht einzufangen sind. Und es gibt halt Sender, die das einfach tun. Und da dieses, was früher noch so ein bisschen war wie Moral oder Verantwortung, nicht, das klingt ja heute dann schon immer gleich so nach erhobenem Zeigefinger, aber wirklich nur so zu wissen, ich habe ein Medium und das, was ich damit mache und was ich irgendwie rüberbringe, da mache ich mir wenigstens einmal einen Gedanken dazu. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Also es gibt wirklich Kanäle, die einfach nur davon leben, Menschen zu verarschen. Wie früher Hüt
Mädchenspieler auf der Straße, aber den konnte man in die Fresse hauen. Hier jetzt nicht. Das ist halt das Problem. Warum ist es schlimmer geworden? Was glaubst du? Ja, das Schlimme ist halt eben, dass so etwas wie jetzt, dass so eine Schule zum Beispiel entsteht, finde ich, ist eine ganz großartige Idee, weil es gibt kaum noch Möglichkeiten, dass Talente heute sich ausprobieren dürfen oder überhaupt irgendwo zugelassen werden. Es gibt halt kaum noch Sender, die sagen, okay, wir haben etwas, was können wir denn, was wollen wir denn erzählen, was wollen wir denn machen? Solche Programme wie die dicke Frau in der Mülltonne entstehen eben daraus, dass man sagt, es ist ganz scheißegal, Hauptsache wir kacken irgendwie die Dinger zu, wir können irgendwas senden, irgendwer guckt es ja, ist ja egal. Und es kostet am Ende so wenig, dass kurzfristig ein Plus bleibt. Mhm. Dass man langsam aber dabei wirklich die Bedeutung des Mediums verliert, weil man sagt sich ja als Zuschauer, das schaue ich nicht mehr, das kann nebenbei laufen, das interessiert mich nicht mehr, merkt man dabei nicht. Also das ist ein kurzfristiger Erfolg, aber langfristig ist das tödlich für das Fernsehen, weil das Fernsehen sich seine Berechtigung nimmt. Mit der Bitte um kurze Antwort, ja. die käsesüchtige Frau ja. gab es auch. Die gab es auch und die wird auch noch kommen. Eine Frau, die musste spielen, sie ist dick und käsesüchtig und tanzt mit eingepacktem Käse durch die Wohnung, dann rollt ihr ein Babyball unter das Sofa und sie bleibt zwischen Sofa und Tisch stecken und die Kinder müssen sie rausziehen, als sie aus der Schule kommen. Also da sieht man, es wird dann ein Drama gebaut aus nichts, was also überhaupt nicht entsteht. Und ich stelle mir nur vor, welche armen Schimpansen sitzen bei den Sendern ja. und müssen sich dieses ausdenken. Das ja, ist ja genau. Fantasie. Wem fällt das ein? Ja. So, und jetzt haben wir ein schönes Beispiel dafür. Also, erstes Beispiel. Ich frage mich gerade, wie Frank Elstner, der so lange in dieser künstlichen Welt unterwegs war, wie der in der Lage ist, immer wieder Realität vom Rest sozusagen zu unterscheiden. Muss man schon psychisch stabil und gesund sein. Also ich glaube, mir hilft auch mein Glaube ein bisschen. Ich habe mit Patty vorhin darüber gesprochen, dass man sich einfach auch die Zeit gönnt, über sich nachzudenken und nicht nur über seinen Beruf und über Erfolg und über das, wie man Geld verdienen kann. Super. Aber da kann man immer sagen, euch geht's besser. Ich habe zum Beispiel die Entscheidung, also es gefiel mir sehr gut, was Sie gesagt haben, getroffen, als unser erstes Kind geboren ist, das Fernsehen komplett weg von zu Hause. Und ich kenne immer mehr Leute jetzt in den letzten Jahren, die ihren Fernsehen abschaffen. Früher war ich so eine Außergewöhnlichkeit und heute immer mehr. Müssen wir das Thema hier weiter vertiefen? Nein. Ja, aber ich finde ja interessant, dass gerade. Bevor wir gleich darüber reden, dass ja, wir tun das gerade so, als sei es sozusagen nur das Fernsehen, das eine solche künstliche Welt darstellt, geht ja bei Ihrer großen These um noch viel, viel mehr. Oliver, du wolltest eben gerade noch was sagen. Ich wollte sagen, dass das mit dem Fernsehen, also zwei Dinge. Erstens, dass wirklich immer mehr Menschen, die es sich erlauben können, nicht mehr Fernsehen und auch gerade Menschen, die Fernsehen sogar lieben, nicht mehr schauen, weil sagen, ich gucke lieber auf anderen Wegen, über Internet oder DVD oder sonst was, ist ein ganz schlimmes Zeichen. Und ich mag das Fernsehen. Ich liebe es, ich bin damit aufgewachsen, mich hat es zu einem Großteil erzogen und das soll es auch geben. Ich finde es schade, wenn das Fernsehen es sich selber so zerstört, aber diese falschen Welten eben genau dadurch, dass man sie nicht mehr auseinanderhalten kann und dass eben als einzige Werte daraus nur noch Superstar sein, Brustvergrößerung haben, irgendwie von allen cool gefunden werden oder Party zu machen, irgendwo nur noch entsteht und die jungen Menschen können es nicht auseinanderhalten, auch ein Großteil der anderen nicht. Selbst die Lindenstraße, wie Sie sagten, wird von vielen Menschen als real angenommen. Und dieses, was als scripted Reality läuft, erst recht. Wobei das und natürlich nicht nur das Fernsehen betrifft. Nein, aber die neuen Medien zum Beispiel, die neuen Medien sind für junge Menschen genau das Gleiche. Die tauchen in Facebook ein zum Beispiel ja. und leben in dieser Welt, wo sie auch tatsächlich reale Kontakte haben können, virtuelle eben. Und die Freunde in Facebook, wird es verwechselt mit existenziell wirklichen Freunden, der hat natürlich große Probleme und lebt nicht mehr wirklich. Aber deswegen finde ich eben auch, und verstehe es nicht, dass nicht wirklich einfach Medien, die unser Leben wirklich wie kaum etwas anderes auch beeinflussen von allen Seiten, also jetzt egal, ob es Facebook und Internet, Fernsehen, Radio oder Zeitung ist, dass einem das nicht beigebracht wird, also in der Schule, dass es Medien nicht als Schulfach gibt, um sie zu verstehen. Das ist ja sozusagen auch das Anliegen von Frank an der Stelle. Also, bedanke mich sehr, sehr herzlich. Ich fand, das war eine extrem entspannte, schöne Sendung. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Ich bedanke mich bei Patricia Kelly, Paddy Kelly und Joey Kelly. Genauso herzlich bei Frank Elstner. Wettenspaß heißt seine Autobiografie. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Oliver Kalkofe, bei Tele5. Immer wieder und regelmäßig zu sehen.
Und wir wünschen Manfred Lütz alles Gute für den großen Bluff. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Hat Spaß gemacht.